Derzeit sind die Umsätze an der Wall Street geringer als im tiefsten Sommerloch. Und da ist die Frage, warum ist das so? Kauft das große Geld nicht mehr? Sind es die Kleinanleger, die jetzt kaufen? Wir wissen es nicht. Jedenfalls gestern wieder Allzeithochs an der Wall Street bei den verschiedenen Indizes. Dann allerdings Aussagen des mächtigsten Bankers der Welt, Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan. Und die haben so ein bisschen die Euphorie gedämpft, während der größte Bär an der Wall Street kapituliert hat. Gemeint ist Mike Wilson von Morgan Stanley. Wir wollen uns das Setup mal anschauen für den heutigen Dienstag, nachdem gestern ja der DAX auf war. Aber wie gesagt, das war eine ziemlich müde Veranstaltung, auch in den USA. Allerdings sind da interessante Entwicklungen zu sehen. Hier erstmal der gute Mike Wilson, der jetzt mal eben sein Kursziel für den S&P 500 erhöht hat um 20% und nun bei knapp 5000 oder um und bei 5400 Punkten sein Kursziel hat, also knapp über der aktuellen Situation. Warum macht er das? Naja, er sagt also, die Ausblicke für die Unternehmen, die werden doch nicht so schlecht werden, wie ich vorher gedacht habe. Aha, das ist eine interessante Aussage. Angesichts der verschlechternden oder der sich permanent verschlechternden Daten, die wir aus der US Wirtschaft bekommen, warum dann die Unternehmen doch nicht so schlecht verdienen sollen oder doch besser verdienen sollen, das bleibt so ein bisschen unklar bei dem guten Marco Colano, nicht Marco Colanovic, ist dieser Mann hier. Das ist der letzte Bear Standing, könnte man sagen, also der letzte, der bei seiner bärischen Haltung bleibt. Wir sehen nicht, dass die Aktienmärkte hier attraktiv bepreist seien. Und werden deshalb unsere Haltung zu den Aktienmärkten, unsere skeptische Haltung könnte man noch dazu sagen, nicht ändern. Hier sehen wir mal den Sentiment Indicator von Goldman Sachs, der bemisst, wie ist die Positionierung der Investoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ist die Risikobereitschaft. Und wir sehen, da ist durchaus etwas, was naja, ziemlich stretched ist, was ziemlich ausgeprägt ist. Also es ist nicht gerade so, dass Angst herrscht am Markt. Das haben wir ja schon gesehen mit einem VIX von 12. Da ist also praktisch nichts eingepreist, was in irgendeiner Form schiefgehen könnte. Davor warnt aber Jamie Dimon, der gestern sich geäußert hat und gesagt hat, naja, also erstens das geopolitische Umfeld sei so unsicher, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Inflation sei dauerhafter, als die Leute glaubten. Und was die Märkte dann wirklich beeinflusst hat, das waren seine Aussagen über die Aktie von JP Morgan. Als er nämlich sagte, nee, also auf diesem Preisniveau, da werden wir nicht eigene Aktien zurückkaufen, respektive nicht viel eigene Aktien zurückkaufen. Das hat dann den Preis der JP Morgan Aktie nach unten gebracht, hat dann dazu geführt, dass die Euphorie, die wir gesehen haben an der Wall Street, so ein bisschen nachgelassen hat. Hier sehen wir dann mal, wie es ausgegangen ist. Der Dow Jones sogar ins Minus gedreht, JP Morgan maßgeblich mit verantwortlich, die Aktie dann 4-5% im Minus. Der S&P hat es gerade noch ins Plus geschafft, der Nasdaq deutlich im Plus. Nvidia und Konsorten waren wieder stark, die Small Caps knapp im Plus, aber schauen Sie unten mal die Volumina. Wir hatten gestern 31 Millionen SPY-Kontrakte, also Spider-Kontrakte, Kontrakte auf das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Das an einem vollen Handelstag. Gut, Europa war gestern weitgehend abwesend, obwohl die meisten Märkte ja in Europa geöffnet waren, aber das ist unterirdisch. Wir haben selbst in der letzten Woche, wo wir die Inflationsdaten hatten und gleichzeitig noch die US-Einzelhandelsumsätze, also mehr geht kaum, was du an marktbewegenden Daten bekommst, und selbst da sind die Umsätze vergleichsweise sehr gering. Also es ist erstaunlich, was ist da los? Wir haben wirklich Umsätze, die geringer sind als im August zum Beispiel, wo wirklich kaum was los ist, aber da ist jetzt also eine Situation entstanden, die schon ein bisschen merkwürdig ist. Hier sehen wir den Dow Jones mal, der aus seinem steilen Aufwärtstrendkanal seit Beginn Mai erstmal ein bisschen rausgefallen ist. Mal sehen, ob das nachhaltig ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass es eine negative Divergenz gibt zwischen dem Dow Jones Industrials und dem Dow Jones Transports. Und nach der Dow-Theorie ist das ja kein gutes Zeichen. Das heißt, die Transportwerte, die machen diese Rallye nicht mit. Und diese Transportwerte gelten als Frühindikator auch ein Stück weit für die Konjunktur.
Güter müssen transportiert werden, Dienstleistungen müssen erbracht werden. Da ist meistens Transport ein zentraler Faktor. Wenn also hier die Transportwerte nicht mitziehen, zeigt uns das wahrscheinlich etwas über die Konjunktur. Insgesamt sehen wir der WIX von 21 innerhalb von 21 Tagen praktisch auf ein Niveau von 11, irgendwas, 12 um und bei. Das ist sogar schneller als damals November, Dezember, als diese Rallye begann, Ende Oktober, ja, als die Märkte nach oben schossen, der WIX dementsprechend nach unten ging. Markets are risk-free again, ja, da gibt es kein Risiko scheinbar und wir sind jetzt hier innerhalb von 6 Monaten aus einem Zustand von stark überverkauft in einen Zustand stark überkauft gewechselt. Und das Erstaunliche ist auch, dass die Marktbreite nicht wirklich mitläuft. Wir sehen hier immer weniger Aktien, die über den 50-Tages-Durchschnitt handeln, obwohl der S&P 500 gestern wieder ein neues Allzeithoch erreicht hat. Beim letzten Allzeithoch, da gab es deutlich mehr Aktien, die über diesem Kaufsignal sind, über diesen 50-Tages-Durchschnitt. So wertet es zumindest die Wall Street. Wir sehen also, die Marktbreite ist nicht besonders gut. Dadurch entsteht eine negative Divergenz, wie das so schön heißt, das im Vorfeld der Nvidia-Zahlen, die am Mittwoch wohl das Marktbewegende werten. Die Optionen preisen jetzt eine Bewegung von 8,5% ein. Und das ist etwas weniger als beim letzten Mal, als man es 10,6% eingepreist hatte oder bepreist hatte im Vorfeld. Dann die Nvidia-Aktie, ja, weil man so ein bisschen, ich sag mal, an der Erwartungsschraube gedreht hat. 16,4% gestiegen. Also das wird natürlich ein Market Mover, morgen dann auch das FED-Protokoll. Auch das wird wichtig. Hier sehen wir mal die Bewertungen der 10 größten Aktien, zu denen ja Nvidia gehört. Teuer, aber nicht ganz so krass wie in der Dotcom-Blase. Aber wir haben immer noch ein Price-Earnings-Ratio, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 bei den Großen. Ja, die verdienen gutes Geld, überhaupt keine Frage, aber dennoch sind sie sehr sportlich bewertet. Das gute Geldverdienen ist eingepreist und teuer eingepreist. Die anderen, die restlichen Aktien mit einem KGV von 18, das ist noch einigermaßen okay, ist jetzt auch nicht billig, aber eben noch einigermaßen okay. Die Top 10 Aktien sind deutlich teurer. Und vielleicht kommt jetzt so ein bisschen allerdings etwas anderes in den Fokus, nämlich die sogenannten Utilities, die Versorger. Hier sehen wir mal eine Google-Suche, die verbraucht 0,3 Megawattstunden oder Kilowattstunden. Entscheidend jedenfalls eine ChatGPT-Suche 2,9, also praktisch das Zehnfache, was hier an Energie verbraucht wird. Und jetzt wollen ja die großen Tech-Konzerne Datacenters bauen, also praktisch so Farmen von Rechnern, die massive Rechenleistungen dann erbringen. Dazu brauchst du sehr viel Strom. Wie gesagt, eine ChatGPT-Anfrage, das Zehnfache. Und dementsprechend haben wir gesehen, dass vor allem Utilities-Versorger zuletzt sehr gut gelaufen sind. Und wir sehen, dass Rohstoffe sehr gut laufen. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Rohstoffen und der Inflation. Die Märkte haben ja gefeiert, dass bei den letzten Inflationsdaten die monatliche Inflation nur in Anführungszeichen um 0,3 statt um 0,4% gestiegen ist, aber manches deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend bei der Inflation nicht weitergeht, sondern sich wieder umkehren wird, wie wir zum Beispiel in den Überraschungen gesehen haben in Sachen Inflation. Die waren durchweg auf der Oberseite, während die Konjunkturdaten durchweg auf der Unterseite überrascht haben. Also wir haben eine sich deutlich abkühlende Wirtschaft. Wir sehen hier mal den Anteil der Kreditkarten, die delinquent werden, also die im Zahlungsverzug sind. Knapp 10% sind es jetzt. Das ist eine ganze Menge Holz. Also wir sehen, dass sich die Umstände verschlechtern, dass immer mehr Leute in Schwierigkeiten kriegen, weil die Zinsen wirken. Wir sehen, dass die Aktienmärkte dennoch weiter steigen, weil es ja beste aller Welten. Die Fed wird die Zinsen senken. Die Inflation wird in dem Bereich minus 5.321% fallen. Dementsprechend ist das ein Goldilocks-Szenario. Jetzt aber versucht schon Biden mit dem sogenannten Inflation Reduction Act, der faktisch ein Inflation Beförderungs Act ist, die Produktion verstärkte in die USA zurückzuholen. Donald Trump würde das noch deutlich mehr forcieren, also dieses America First, wir produzieren in Amerika, dadurch
werden wir sehen und sehen wir schon, dass eben die Löhne in den USA steigen, preissteigernde sind und dementsprechend die Inflation wahrscheinlich nicht so schnell fallen wird. Genau das ist aber eingepreist in den Märkten. Die Wirtschaft hält sich noch, weil eben die Amerikaner immer oder der US-Haushalt extrem viel Geld ausgibt, während die Einnahmen wegbrechen. Jetzt ist das extreme Geldausgeben ein bisschen weniger geworden, aber die Einnahmen brechen auch immer mehr weg. Hier sehen wir mal Revenues und Outlays und dann auch noch vom CBO, also vom Budget Office des Kongresses hier projiziert. Da sehen wir, dass die Ausgaben deutlich schneller steigen dürften, als die Einnahmen steigen werden. Und wir hatten nur einmal eine ganz kurze Phase unter Clinton, wo die Amerikaner tatsächlich sogar einen Haushaltsüberschuss entwickelt hatten oder erwirtschaftet hatten. Das war zu Beginn der Dotcom-Blase, damals eben alles super schick, aber das ist nicht mehr der Fall. Aber das ist der zentrale Treiber, warum A, die Inflation hoch ist und warum B, die US-Wirtschaft noch nicht in einer Rezession ist. Klar, wenn du wie die Amerikaner ein Defizit zum BIP von 8% produzierst oder wie die Franzosen von knapp 6%, dass deine Wirtschaft dann einigermaßen dasteht, wenn du ständig reinpumpst, das ist jetzt nicht so super erstaunlich. Nur die Zeche muss dann später bezahlt werden. Das ist ja genau das Problem. Und diese Zeche wird in Zinsform bezahlt. Und diese Zinsausgaben sind ja hinter dem Bereich Soziales der zweitgrößte Posten insgesamt jetzt schon beim US-Staat, sogar vor dem Bereich Verteidigung. Kommen wir noch mal ganz kurz zu die Cryptos. Ethereum gestern massiv gestiegen, nachdem der ETF-Papst, wie er auch genannt wird, Eric Balchunas, gesagt hat, also er schätzt jetzt die Wahrscheinlichkeit höher ein, dass in dieser Woche, und da muss die Entscheidung fallen, es eben Ethereum-ETFs geben wird, so wie es Bitcoin-ETFs gibt. Bitcoin dann gestern gleich auch mit einer Rallye, aber nicht ganz so stark wie bei Ethereum. Also das wird spannend. Wird da jetzt die Genehmigung kommen, auch in diesem Bereich? Und wenn wir jetzt mal nach China gehen, dann sehen wir, dass die Landverkäufe so niedrig sind wie seit 8 Jahren nicht mehr. Und das ist sozusagen genau das riesige Problem. Der Immobiliensektor kühlt ab. Die Preise fallen, dadurch werden die Chinesen weniger wohlhabend, weil die Immobilien ihr Wertspeicher sind, das ist das eine. Das andere ist, dass die Lokalverwaltungen eben durch diese Landverkäufe lange prosperiert haben. Im Grunde ist das ganze Wachstum Chinas aus diesem Immobilienmarkt entstanden, dieser Immobilienblase entstanden. Diese Blase ist geplatzt, die Regierung versucht jetzt dagegen zu arbeiten, hilft aber nicht viel. Wir sehen, die Landverkäufe sinken, damit sinken die Einnahmen der Kommunen, riesiges Problem. Und das ist einer der Gründe wahrscheinlich, warum die Chinesen sehr stark US-Staatsanleihen verkaufen. Jetzt Titel zum Beispiel, hier sehen wir, sie kaufen oder haben Gold gekauft und US-Staatsanleihen verkauft. Das heißt, sie verkaufen faktisch Dollars und kaufen Gold. Jetzt sehen wir hier, Bloomberg titelt, ja, das ist sozusagen der Versuch, sich zu diversifizieren, weg von Amerika. Da ist vielleicht sogar was dran, aber möglicherweise gibt es einen ganz anderen Grund. Die Herrschaften brauchen Dollars. Wir haben eine Dollar-Shortage. Die sind also händeringend auf der Suche nach Dollars und müssen deswegen wahrscheinlich die US-Staatsanleihen verkaufen. Das ist sozusagen das Gegenteil, was wir vorher gesehen haben, da als die Globalisierung intakt war, da haben die Chinesen US-Staatsanleihen gekauft. Jetzt ist die Globalisierung nicht mehr intakt. Wir haben Deglobalisierung und sie brauchen Dollars und sie brauchen auch Kupfer. Wir haben ja auch gesehen, Kupfer ist deutlich gestiegen zuletzt. Jetzt allerdings ist die Frage, geht das so weiter? Genauso wie bei Gold. China hat jetzt weniger Gold gekauft, weil eben der Goldpreis so hoch gestiegen ist. Also hat man ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Aber China ist eben auch in Sachen Kupfer, in Sachen Rohstoff extrem wichtig. Knapp über die Hälfte, 52% der Nachfrage nach Kupfer kommt von die China. Das ist natürlich ein extremer Wert. Jetzt sehen wir Kapitalabflüsse. Und das ist der Grund, warum sie Dollars brauchen, weil die Dollars eben rausgehen, weil das ausländische Kapital rausgeht aus China. Wir haben jetzt das Verhältnis so ungünstig wie seit 2016 nicht mehr. Gleichzeitig müssen die Chinesen jetzt höhere Preise bezahlen für Wasser, Gas und Strom. Das war vorher sehr stark subventioniert, wird jetzt etwas weniger subventioniert, weil eben die Lokalverwaltungen vor allem nicht mehr die Kohle haben, weil sie weniger Geld einnehmen, unter anderem durch Landverkäufe. Das ist die Situation und auch Deutschland in einer schwierigen Situation, im Mindesten was die Industrie betrifft. Hier eine IFO-Umfrage.
Die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU und auf den Weltmärkten verschlechtert sich seit 2 Jahren. Naja, kein Wunder, wenn ich eine Politik betreibe, die Energie künstlich verteuert, dann sozusagen auf 2 Pferde setze, nämlich Wind und Solar, und dementsprechend eine Ersatzstruktur schaffen muss, die sehr teuer ist, die sehr aufwendig ist, die ideologisch motiviert ist. Alle anderen Industrienationen bekennen sich zur Atomkraft. Wir sagen, nein, das ist Teufelszeug. Die Geisterfahrer ständig kommen einem Geisterfahrer auf dieser Autobahn entgegen. Es ist schrecklich. Merken die denn nicht, dass die in die falsche Richtung fahren, sagt Deutschland, sagt Minister Habeck. Nein, sie scheinen es nicht zu merken, wie schrecklich, dass die alle so doof sind. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, passend eben zu dem Titel dieses Videos. Der größte Bär kapituliert und wird bullisch. Warum, erfahren Sie in diesem Artikel gerne über diese Social Media Button, die Sie da oben über dem Artikel dann sehen. Teilen, das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, nur JP Morgans Kolanovic ist noch der letzte Bär. Warum der nicht mitmacht bei dieser Kapitulation, auch sehr interessant. Die zweite Empfehlung auch gerne teilen. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.